Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge haben wir über 200 Wissenschaftspunkte endlich mal wieder gesammelt an Minmus, weil wir haben doch ein paar Sachen noch nicht erforscht gehabt. Und in dieser Folge geben wir die aus, weil wir brauchen Wissenschaft, wir brauchen Sachen. Und hier können wir mal gucken, was wir alles so schönes freischalten können. Was hier so Plan, das sind so ganz viel Mich würde ja hier 300, wir haben über 300, das ist natürlich eine tolle Zahl. Vor allem, was dann hier neue Techniken gibt. MechJab, Compact Radius, Tubeless, neue Antennen, Advanced High Resolution, elektronisch, was haben wir denn da? Ein umweltfreundliches Transportteil, Materialwissenschaftslabor, haben wir irgendwas hier, ein Bodencommunitron, ein Seismographen. Aber ansonsten, müssen wir halt gucken, was alles Interessantes gibt. Logistik. Logistik wäre natürlich eine tolle Sache, kostet aber auch 300, was auch, ich nenne es mal unangenehm ist, das kostet 550. Neue Solarpanel auch 550. Safer, Double Fusion Engine. With safer generates copy amount of power. Hat der Energie oder was macht der dann? Produziert der Thrust oder ist ein Nuclear Fuel? Ich habe noch nicht so ganz einen Plan, was das machen soll, aber ich glaube, das produziert Energie, oder? Erfordert elektrischen Strom, Kühlmann, komisch. Ja, ist gut, okay. Kostet auch 500, uns ist die hier maximal gerade erreichbar. Da gibt es natürlich neue Module, Kontrollturm, Kuppel, Feldforschung, neue Reifen. Wäre auch natürlich eine ganz interessante Sache. Scanbeat, das ist Drohnenkörper. Durchfluss, Kapillar Durchfluss Experiment, Towarm. Eine Servicebucht. Überschallflugzeuge. Fortschrittliche Flugzeugtechnik. Antriebe. Großraumantrieb. Werkzeugs- und Cargoflächen. Das kostet alles 500. Aber hier hat man noch so 300 Atomkraft. Das ist ein Kernreaktor. Okay, Großraumfrage. Das wären neue Arme und Teile. Ich muss gerade gucken, was wir alles hier hätten. Das wären dann natürlich neue Triebwerke, verbesserte Kernantriebwerke und so Zeugs. Vielleicht warten wir doch noch und geben dann mehr aus, sobald wir halt hier mal Slot Upgrades. Behälter für Forschungsmaterial. Aktives Schild. Das ist interessant. Weil das erzeugt ein Magnetfeld um das Schild Schiff rum und tut dadurch unsere Kerbals auch schützen. Ne? Das ist ein eingebauter Bodendrill, das ist Ressourcenmapper, ein höherer Star Utility Mode. Also ich bin verleitet, mir bestimmte Sachen zu kaufen, wie zum Beispiel hier den 8-fach oder den 4-fach Treibstoffbehälter. Da gibt es ja hier große Werkzeuge und so Zeugs. Ich bin hier schon verleitet, bestimmte Sachen zu kaufen, aber die Frage ist, lohnt sich es? Weil wenn es sich nicht lohnt, ist es wieder... Warte, Science Slot Upgrade. What? Bigfoot Landebeine. Ich würde sagen, es gibt zwar interessante Sachen, wie hier zum Beispiel auch diese kleinen Booster, RSDS Thrusters, die in bestimmte Richtungen geben. Aber... Wir warten noch. Wir machen nochmal eine Mission zu Minmus auf jeden Fall. Auf andere Planeten wollen wir auch unbedingt... Dass wir auch... Gridfins. Für zukünftige Projekte wahrscheinlich auch gar nicht unerlässlich. Also es gibt schon viele Sachen, die mir an den Fingern jucken auf jeden Fall, aber ist noch nicht so ganz. Wir gehen jetzt aber mal in den Flughafen, denn ganz simple Sache, wir brauchen etwas. Wir brauchen etwas. Wir brauchen da so eine Kleinigkeit. So eine winzig, winzig Kleinigkeit brauchen wir da. Und das wäre ein Flugzeug, was Gleiter testen kann, weil ich hätte gerne einen Gleiter. Einen Gleiter im großen Sinne, weil du kannst ja sagen, Space Shuttle war auch ein Gleiter. Deswegen wurde es ja damals auf so ein riesiges Schiff, Flugzeugschiff verwirrt, auf riesiges Flugzeug montiert. Und wir bräuchten halt auch sowas in der Art. Problem ist,
Bau mal sowas, weil ich bin zu blöd dafür. Unpressurized. Die sind alle unpressurized. Aber wir können bestimmt irgendwas bauen. Problem ist natürlich, dass die hier nicht pressurized sind. Bring your own space suit. Ich bräuchte eine mit Space Suit Capabilities. Frage ist, lohnt sich das dann, wenn eh alles nicht funktioniert, was ich davor hätte? Ich würde einmal so den Editor wechseln und schauen uns nochmal die Raketen an, die wir aktuell besitzen. Alpha Centauri. Oh, stimmt, wir besitzen ja noch Alpha Centauri. Food Transport Load, Transport Heavy, Hover Rocket, genau, da sind ein paar Projekte noch drin. Cantares. Mini Sat 42. New Transporter. Osiris V3. Was ist denn Osiris V3? Oh Gott, ist dies. Das Ding ist ja uralt. Osiris V3. Er hatte alles Mögliche geladen, um ein bisschen Forschung zu betreiben. Ei, das ist. Das ist alte Technik. Nee, sowas brauchen wir nicht neu, bitte. Ich hätte gerne eine Kapsel. Mit dementsprechendem Life-Support-Zeug und so Zeugs unten dran. Natürlich verbaut, weil wir brauchen auch mal ein bisschen. Dann tue ich. Kann ich dich verkleinern, bitte? Mann, das gibt's doch gar nicht. Warum gibt's denn das jetzt nicht in der passenden Größe hier? Das ist doch vollkommen bekloppt. Okay, überlegen wir nochmal, was für eine Box wir nehmen könnten. Das ist mir down zu viel. Unpressured. Lol, da gibt es auch unpressurized. Was wäre. Haben wir nicht so die Landebuchse hier? Wir bauen mal mit einer Landebuchse. Natürlich muss diese Landebuchse unten erstmal ein Hitzeschild besitzen, weil ist ja klar. Muss ja dann auch landen. So. Das kriegt jetzt hier dementsprechend Sachen dran. Wir machen jetzt hier mal, wo ist denn das jetzt? Türen öffnen, genau. Weil da können wir dann bestimmte Sachen einbauen, wie Elektrik hier zum Beispiel. Satelliten, ja. Wir bauen nicht einen Satelliten an diesen Länder dran. Genau, wir bauen an. Mann, was wollte mit mir hin los? Ich hätte halt hier gerne drin dementsprechende Sachen. So schaut's aus. Tun wir die nur so setzen, dass die auch passen. Einmal ansetzen, zack. Wird schon passen, so. Solarmodul einfahren, Solarmodul einfahren. Dasselbe sollten wir jetzt auch da drüben haben. Schauen relativ gleich aus. Perfekt. Kriegen natürlich Notration hier oben auch rein. Solche Druckbehälter kommen hier oben rein und genauso eine. Kann ich das bitte umsetzen? Das sitzt da beschissen.
So, jetzt ist es ganz gut. Weil rein theoretisch ist diese Box hier mit Nahrung und auch Luft betankt. Und kann seinen eigenen Strom produzieren. Apropos Strom, da sollten wir vielleicht auch nochmal eine Batterie oder sowas einbauen hier drin. Geht es da irgendwie noch rein? Oder wenigstens kleine Batterien? So, ich setze mal hier hin, der sollte passen. Die setzt man ein bisschen nach hinten. Das schaut dann nicht so aus, als ob das sozusagen dazwischen Batterieraum wäre. So. Dann machen wir die Ladebucht wieder zu, Türen schließen. Und das ist sozusagen die Bucht, mit der wir dann ankommen. Dann brauchen wir natürlich hier oben dann alles Nötige, was für die Landung auch zuständig ist. Vor allem mehrere Lande. Wo sind die jetzt hier wieder? Suche. Help. Es sind so viele Sachen in diesem Menü. Warum habe ich nochmal so viele Mods installiert? Ah ja, weil es lustig ist. Wo sind die? Deswegen seid ihr auch eigentlich beim Bauen nicht dabei. Aber ich finde, haben wir gedacht, zwischendurch müssen wir auch mal was wieder bauen. Damit ihr seht, was eigentlich abgeht. So hier, genau. So. Und dasselbe im Grunde auch hier nochmal. Oder wir setzen die hier außen hin. So. Und dann müssen wir natürlich hier schon die Bremsfallschirme als erstes zünden. Und dann ist die Hauptfallschirme. So, perfekt. Dann ein Dekoppler. In der passenden Größe. Dann kommt nochmal ein Nahrungsergänzungssystem da dran. Auch wieder in der passenden Größe natürlich. So. Das sind Supplies, Wasser und Nahrungsmittel. Und wir brauchen natürlich auch nochmal Oxygen. Nee, warte mal, wir machen das jetzt mit Oxygen so, weil. Das ist beschissen. Da so einen Ring jetzt drum, der hoffentlich funktionieren sollte. Sollte, sagen wir mal. Weil wir auch noch nach Füße runter. So, das kriegt jetzt hier unten noch Beinchen dran. Oder auch unten natürlich die passenden Module. So. Passende Module, so. Bisschen großer Länder, ne? Nehmen wir mal zwei, so. Das ist wahrscheinlich die Größe wieder nicht. Im Grunde, ja. So, dann Triebwerke. Ich hätte gerne Triebwerksplatten. Ich liebe meine Triebwerksplatten. Die sind einfach toll. So. Triebwerke. Und ich habe immer meine Favorites für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel den hier. Der ist einfach toll. 500 MS hier, aber wenn wir natürlich jetzt sagen, hey, wir sind im Vakuum, dann hat er 2200. Das sollte eigentlich für Minus reichen. Und dann brauchen wir noch die Landebeinchen. Die Beinchen. Und da kriegt er mal ein paar. Hä? Sind die nicht kleiner? Oder auch nicht? Sind ein bisschen kurz, die scheint. Irgendwas passt hier nicht. Wir nehmen mal die hier, drehen die um und tun die mal auf bis das bisschen kleineres Maß abgeben und dann passen die. Ich hasse Beine. Ich will doch nur einen blöden Länder bauen, dann nehmen wir halt unsere Originalen. Wenn wir euch einpacken, geht das perfekt. Okay. Dann für SRS wird außen jeweils noch so ein
Schaut doof aus, aber ist mir. Nein, geht nicht. Ah, fuck. Das tut mir so dran, genau. Dann. Das schauen, die schauen alle ein bisschen bescheuert aus, aber ich will halt auch nicht die ganzen Sachen immer irgendwo reinstecken, wie es irre. Sondern ich hätte halt, dass es doch gerne noch normal ist. So. So, dann noch eine normale Leiter weiter runter. So, und dann, wo sind die normalen Leitern? Leiter aus von. Natürlich in die falsche Richtung. Warum auch denn nicht? Oh Mann. So, Beinchen aus von mal zum Gucken. Passt von der Länge, auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall sehr gut. Warum wurde ich jetzt angefangen? Sollte, aber schaut auch gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Wir fahren die Beinchen ein und auch hier das. Ich mache das jetzt mal komplett weiß, genau. Das ist die komplette Ländereinheit und die kommt auch so zurück eigentlich zum Körben dann. Aber Leute, ich würde sagen, wir bauen in der nächsten Folge an dem System weiter. Es fehlt immer noch Wissenschaft und so Zeugs. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.